Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 5.5 und ihr wundert euch vielleicht, was hier los ist. Warum sind wir wieder hier? Was ist hier passiert? So haben wir doch schon in der letzten Mission gestartet. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, eine andere Strategie zu fahren. Wir werden hier direkt weitergehen und direkt den Gegner angreifen, weil ich gehe mal davon aus, das ist so gedacht eigentlich. Dementsprechend werden wir ihn direkt rushen. Ah, er hat sich umgewandelt. Naja, nur so als Mist. Ich war gerade nämlich noch erfreut. Oh, der Gegner ist nicht umgewandelt. Also wenn der violette Spieler nicht angreift, ist mir recht. Dann ist mir vollkommen recht. Stärke Moral, nächsten Schlacht. Hier weiter und so fort. Wir werden einfach jetzt direkt den Gegner rushen, bevor die Woche zu Ende ist. Also solange er noch schwache Truppen prinzipiell hat. Und dann ist auch gut. Dann ist auch gut. Dann haben wir hier einen Gegner weniger. Dann können wir in Ruhe hier die Map machen und durchsprinten, durchrushen. Ich sehe da keine Notwendigkeit nämlich darin. Ja, Edelsteine war hier Not am Mann. Du hattest... Ja, du hattest... Genau, du hattest ein paar gute Einheiten dabei. Na gut, wir müssen ihn erwischen, bevor die Woche zu Ende ist, im Idealfall. Weil, ich gehe davon aus, dann kriegt er keinen... Wir haben ja gesehen, der hat auch ordentlich Truppen bekommen durch das Ende der Woche. Ich hoffe, da kommt man irgendwie an Land. Yes! Eins, zwei, okay. Ein paar Untote im Weg, niedrige Qualität, okay. Oder Gefahrenstufe. Sollte machbar sein. Das sollte machbar sein. Edelsteine brauche ich dafür. Dafür brauche ich das und das. Dafür brauche ich nur Holz. Komm, mach mal. Mehr Bäumchen. Wir versuchen jetzt einfach den Türkisenspieler auszulöschen und dann, ja. Dann wird schon irgendwie klappen. Leider ist dadurch mein Zug zu... Das ist nervig, dass mein Zug zu Ende ist. In welchem Teil war das nochmal so, dass danach nicht der Zug zu Ende ist, sondern, ach, jetzt... Moment, jetzt überlege ich gerade, warum hatten wir so eine extreme... Spawnrate? Vielleicht gibt es eine besondere Woche, wo die Spawnrate verdoppelt ist? So einfach ist es? Ja, vielleicht gibt es das wirklich. Oh, da kommt der türkise Gegner. Und ich mach ihn gleich platt. Ich erwisch ihn. Ich erwisch ihn, während er draußen ist. Nicht in seiner friedlichen Stadt. Aber erst muss ich mit denen zurechtkommen. Okay. Angriff, Windern, Angriff. Wir machen die platt und übernehmen gleich mal deren Festung. Dann habe ich zwei Städte und dann sollte die Mission deutlich machbarer sein. So die Theorie. Bum, bum. Nochmal angreifen. Dann kommen die Pestzombies. Dass meine Bäume so langsam sind, echt grausam. Ich fühle mich mit der Strategie ehrlich gesagt wohler als mit Rush irgendwo hin, ohne dass wir ein Ziel haben. Das ist das Problem. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder intended, aber irgendwie passiert nichts. Questmäßig. So, und jetzt mache ich den platt. Niedrige Armee. Komm her, mein Freund, komm her. Ah, das ist, wenn das niedrig ist, GG. Aber ja, doch, ich mache einiges. Das ist ein Stack billiger Einheiten. Nur weiß, welches Level hast du? 8. Ja, das könnte schon ein Grund sein, warum du so schwach bist, weil du bloß Level 8 bist. Level 8 ist nicht wirklich eine Welt. Wann kommen die? Die kommen so dran, dann kommt das dran. Auf die. Die warten einfach mal und jetzt kommen die Gegner. Er hittet mich, ist vielleicht ein Machtheld, deswegen. Das war jetzt kein Problem. Das, ja, wenn er auf die fokust, ist jetzt echt kein Problem. Damit kann ich leben. Oh, kann ich die erreichen? Ja, ich kann die erreichen.
Wie Premium ist das denn? Wie viel mache ich da? 4 bis 7. Das ist gut. Komm, ein bisschen Luck. Naja, zumindest hast du die gekillt. Das ist schon mal wichtig. Dann kümmere ich mich um deren Bogenschützen. Die sind weg. Ich kümmere mich um den Rest von den Lichen. Die sind weg. Ich kümmere mich um die Vampire. Die sind weg? Fragezeichen. Ja, das war gut. Ich kümmere mich um... Oh. Ich kümmere mich um die Drachen. Die sind weg. Weg. Und weg. Sehr schön. Das war wirklich ein niedriger Gegner. Expertenluck, bitte. Die Minen hole ich mir gleich erst. Direkt zur Stadt? Komme ich direkt zur... Ich komme direkt zur Stadt. Ich komme direkt in die Stadt. Meine Stadt! Auch wenn es eine Untotenstadt mittlerweile ist. Ach, wäre es doch wieder... Wäre es doch eine ähnliche Stadt geblieben. Aber diese Stadt wird mir gehört. Oh ja, der hat sich wahrscheinlich die ganze Produktion jetzt schnell noch schnabuliert. Aber das hilft ihm nicht. Kein Held in der Stadt. Nur Truppen. Nur Basic-Billig-Truppen. Die Türme sind das Gefährlichste. Ja, dann kann ich wirklich auf Verteidigung spielen. Das ist gut in dieser Mission. Oder es beruhigt mich deutlich. Das macht die Mission deutlich chilliger. Ja, die. So. Zaubern kann ich ja ein bisschen. Vielleicht kann ich stark genug zaubern, um die Geister loszuwerden. Wenn ich denn einen Angriffsspell habe. Aber ich hab doch einen. Oder eher Blitzstrahl zum Beispiel. Ah, ja gut, machen wir's trotzdem. Ein Skelett ist unwichtiger als 9 Skelette. Wenn man's verfehlt. Na, die Verluste sind unnötig. Geschlitzt, der ist weg. Der Baum noch dazu, ja, obwohl er nicht viel bringt. Schade. Jetzt kommen die Zombies, die treffen leider meine Fighter und meine Fighter hauen zurück und töten die Zombies. Dann töte ich die Skelette. Im Ideal töte ich die und dann ist es schon Geschichte. Yes! Meine Stadt! Meine Stadt. Und bald auch alles meine Minen. Oh ja, hier gibt's Produktion. Also, die Stadt gehört mir. Wie ist sie ausgebaut? Die haben sie ja gerade umgewandelt, dementsprechend. Ja doch, da gibt's einige Sachen hier drin. Also, so schlecht sieht's gar nicht aus. Skelett schützen. Ja, so schlecht ist es gar nicht. Der hat wirklich hier die kompletten Truppen geholt. Wenn ich das da aufwerte und Skelett schützen, das finde ich eigentlich superb, superb. Dann brauche ich hier vielleicht einen Helden. Habe ich irgendwie einen untoten Helden? Nee. Ich hätte einen Druiden. Was kann der Druide? Kann der irgendwas Besonderes? Der ist bloß stärker in Spellpower. Nein. Was kann der andere Held? Der zur Auswahl steht? Verteidigung. Daughter of Light. Light Magic. Adventure Spells auf den Level Up. Higher Level Spells. Oh, das ist okay. Dann nehme ich die. Genau. Kann die gleich mal. Schau dir mal das an. Das sind einfach Schätze. Unbeschützt. Ah, und dort oben ist. Das muss ich erst erkämpfen. Freikämpfen. Was hast denn du für komisches Teil? Das hört sich ja echt komisch an. So, du besuchst mal hier die, weil vielleicht gibt es da ein paar Spells, die du erlernen kannst. Göttliche Kraft, Zähigkeit, rechtschaffene Stärke. Hier sind auf jeden Fall ein paar Spells. Außerdem, das und das. Das war wichtig. So, Finn dann. Das war gut. Das war richtig gut. Ja, das war auch gut. Finn dann.
Produktion erhöhen. Gut, es gibt noch einen türkisen Spieler. Also entweder hier ist noch eine... Also oben ist kein Held. Da waren ja Gegner im Weg. Eventuell ist unten ein Held. Violetter Spieler ist immer noch nicht aktiv. Dementsprechend werde ich das nutzen. Der ist ja auch nicht so stark. Das werde ich eiskalt nutzen, würde ich mal behaupten. Also wenn wir hier lang gehen, kam da... Nee, da sind noch mehr... Oh, da sind noch mehr Minen. Minen! Hier ist schon Ende im Gelände. Tödlich. Ja, gut. Bei dem Stack. Gut. Das ist eine... Ich glaube, das ist dann eine relativ chillige Mission. Nachdem ich hier links diesen lästigen Gegner ausgeschaltet habe. Es ist, glaube ich, sehr wertvoll, dass ich das gemacht habe. Ja, ich denke, das ist von Vorteil. Mehr Skelette. Ja, dann wirst du eine Untotenarmee ausheben. Dann haben wir wenigstens zwei ordentliche Armeen. Aber erst holst du mal da die Ressourcen. Wir brauchen das Gold. Allerdings mit dir könnte ich auch... Na, komm, das Gold reicht schon. Ich habe gerade überlegt, eigentlich mit dir werde ich nicht viel kämpfen. Nice. Dementsprechend hätte man sagen können, Erfahrungspunkte wären auch nicht schlecht. Aber ja, ich kriege voll viel Gold und so Stadthallen. Ich weiß nicht, was mit Stadthallen gemeint ist. Warum kriege ich 12.000 für Stadthallen? Irgendwas ist da nicht... Oder ist da irgendwas okay oder nicht okay? Ich weiß es nicht. Egal. Die dürfen gehen. Wir brauchen die Ressourcen. Sehr schön. Eine weitere Mine, die uns gehört. Ich könnte... Sie könnte auf See gehen und dort... Ja, das ist eigentlich eine super Idee. Sie könnte auf See gehen und dort die Schätze einsammeln. Ah, endlich. Edelsteine. Machen wir jetzt mal das da, was am meisten Ressourcen kostet. Hier geht nichts mehr zu bauen. Schon habe ich alles aufgebraucht. Soll mir aber auch recht sein. Vom violetten Spiel habe ich überhaupt keine Angst. Der kann ruhig kommen und mich angreifen. Der kann nichts. Wir gönnen uns hier alles, was auf dem Weg liegt. Diesmal gönnen wir uns wirklich alles, was auf dem Weg liegt, weil da liegt einiges auf dem Weg. Ja, irgendwas war da, ist da komisch. Also Gold, ja, das Einkommen ist ganz ordentlich. Das brauche ich eigentlich, einen Drachenschrein. Nee, oder? Doch, Drachen kann ich noch nicht produzieren. Dann brauche ich es vielleicht doch nicht. Die sind wichtiger. Und hier ein Drachenfriedhof. Jawohl! Dann habe ich hier nämlich die volle Produktion an irgendwelchen Truppen. Dein neues Ziel ist die See. Auf See wirst du mehr Schätze finden können. Und dann geht's ab. Oh, dann rushen wir durch. Schön. Rein theoretisch, wenn ich die Karte von der Seite richtig in Erinnerung habe, hat der Gegner, wenn das ein linearer Weg dort unten ist, und dort unten vielleicht noch mehr Gegner sind, auch keine andere Wahl, außer diesen langen Weg, den ich lange schon vorher sehen kann, zu überqueren. Das ist gut. Dementsprechend habe ich mehrere Tage, um zu reagieren. Hier nochmal schnell schauen. Ja, hier kommt keiner an Land erstmal. Hier Rohstoffe, noch mehr Rohstoffe. Und hier ist dann die Grenze mit den mäßigen Truppen. Ja, die mäßigen Truppen sind lästig. Ich sollte vielleicht... eigentlich sollte ich vielleicht auch irgendwo eine... eine Magiegilde Stufe 5 bauen, oder? Level 4 haben wir schon hier. Damit ich mich zurück teleportieren kann.
Ist auch schon Level 4. Schauen wir mal, was gibt's auf Level 4? Ah, nee. Keine Lichtmagie. Dann vermutlich hier. Aber ist die Frage, ob ich da die höchste Stufe haben möchte. Oder vielleicht auch nicht. Ah, juicy Tropfen. Juicy. So, was können wir hier bauen? Ein Mausoleum. Ja, das ist wichtig. Die Bogenschützen schon nochmal auf der höchsten Stufe. Oh, das sind auch viele Truppen. Ohne Frage, das sind viele Truppen. Ja, das gefällt mir. Es gefällt mir auch, dass ich jetzt hier schön Ressourcen einsammeln kann. Also, du wirst gerettet, du wirst gesammelt. Da wird was gesammelt. Herrlich. Herrlich, sage ich euch. Da sind keine drin. Ich sollte noch ein Schiff machen. Und wieder zurück segeln. Weil hier diese Untotenstadt ist jetzt erstmal irrelevant. Was haben wir dort oben? Ah, eine Edelsteinmine. Die bräuchte ich eigentlich schon noch vor. Die sollte ich noch schnell einnehmen. Edelsteine, das ist was wert. Oh, und da ist sogar ein Ausguck. Ein Ausguck, den habe ich gar nicht bemerkt. So verbissen war ich hier, schnell alles wegzurushen. Na gut, dann gehen wir schnell mal hier hin. Dann sehen wir ein bisschen mehr von der Gegend. Vielleicht ist da doch was von Gefahr. Im Moment bin ich beruhigt. Also im Moment denke ich, alles unter Kontrolle zu haben, solange der lilane Gegner eingeschlafen ist. Sammeln wir mal oben das Treibgut. Hier... Einhornlichtung, ja. Allerdings, ich sollte eine Untotenarmee aufstellen. Aber ich habe schon so eine gute Armee allein mit den Elfen zusammen. Das ist ein Riesenvorteil. Damit sollte ich den Gegner rushen. Schnell es geht eigentlich. Das ist schon ein Riesenvorteil. Wir holen uns jetzt noch schnell die Edelsteine und dann gehen wir zurück. Holen uns da die wichtigsten Truppen? Eventuell? Hätte ich Moral doch geskillt, dann hätte ich jetzt... Aber das weiß man halt vorher nie. Hätte ich Moral vorher geskillt, dann hätte ich jetzt geile Shenanigans spielen können. Wegen Goldkisten? Naja, das sind viele Truppen. Das gibt Erfahrungspunkte. Das ist okay. Das sind Truppen, die leicht draufgehen. Ich glaube, in irgendeinem Teil hatten die Skelette noch die Fähigkeit, das war, glaube ich, im sechsten Teil, dass sie immun gegen Geschosse waren, weil was interessiert so ein Gerippe, ob ein Geschoss ihn trifft? Oder? Eine Rippe weniger, ist doch egal. Tja, diese Fähigkeit haben sie hier nicht. Ich hab's eigentlich wegen den Erfahrungspunkten gemacht, nicht wegen dem Gold. Gold kriege ich genug, woher auch immer. Aber da bin ich glücklich damit, was ich habe. So. Vielleicht habe ich auch in meiner Base einfach zu starke Truppen und er traut sich nicht anzugreifen, weil die KI gemerkt hat, die hat keine Chance. Kann sein. Ganz ehrlich. Würde ich nicht ausschließen. Würde ich sogar witzig finden. Aber stimmt schon, wenn der angreifen würde, der hätte keine Chance. Deswegen bleibt er vielleicht einfach stehen. Das ist vielleicht die ganze Erklärung von dem Ganzen. Das wird jetzt ein lästigerer Gegner, weil die können... Ich kann sie verfehlen. Und das werde ich auch. Aber jetzt nicht. Vielleicht... Nein, die nicht. Jetzt kommen die erstmal. Das hat verfehlt. Das hat nicht verfehlt. Das verfehlt. Ja, mit Ansage. Das hat wehgetan. Das finde ich nicht schön. Das trifft. Ein Schuss hat getroffen. Das ist schon mal wichtig. Das verfehlt. Das trifft.
Prinzipiell ist es ein 50-50. Ich könnte auch auf Rot oder Schwarz immer setzen. Und hätte zumindest bis auf einmal immer gewonnen. Also, jetzt sollte ich aufhören zu spielen. Denn jetzt bin ich reich. Herrliche Edelsteine. Mmh. Wenn wir schon mal hier sind. Das Gold. Ach ja, das Gold. Der schnöne Mammon. Hm, ja. Hm. Edelsteine habe ich genug. Das ist halt auch geil. Ehrlich gesagt, glaube ich, ich sollte hier das Townportal bauen, weil... Stein fehlt. Ja, das können wir ja traden. Weil, dann kann ich mich direkt wieder hierhin zurück teleportieren. Hier, damit. Genau. Wobei, ich sollte in beiden Orten bauen. Eins bauen. Weil hier, ja, es bringt nichts. Ich brauche Lichtmagie. Resurrection. Oh, wenn ich Resurrection bekäme, dann hätte ich so viel Glück. Das soll nämlich ein sehr starker Skill sein. Hm. Gleich ist die Woche wieder zu Ende und dann frische Truppen. Oh ja, yeah. So sieht's aus. Wir da. Das können wir bauen, ohne Probleme. Dann können wir gar nichts bauen. Kann man auch hier sehen. Ach, jetzt habe ich das vergessen. The money. Darf man doch nicht liegen lassen. Du läufst hier rein, um Townportal zu lernen. Zauber gelernt. Dum, 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 dum. Instant Travel. Nein. Moment. Hast du kein Townportal gelernt? Doch. Achso, das hat sich bloß Instant Travel genannt. Na gut, ist mir recht. Violetter Spielhanderei. Rein theoretisch, wenn er ankäme, ich könnte ihn sofort niederbashen. Ich könnte so viele Truppen gerade engagieren, um ihn zu vernichten. Das wäre so genial. Oh, ja, okay, egal. Ein Teil meiner Truppen ist über Bord gegangen. Das ist irrelevant, weil sie hat sowieso keine gescheiten Truppen. Husch, da sind wir wieder. Das ist, glaube ich, in diesem Teil einzigartig, dass ein Teil meiner Truppen draufgehen kann. Ich glaube, das war in anderen Teilen nicht so. So, schön. Türkise Spielhanderei. Violette Spieler. Wir sehen nichts mehr von Gegnern. Ich glaube, ich habe ihre Aktivitäten deutlich kaputt gemacht. Und ich sammle fleißig vor mir hin. Und ich möchte hier schnell hin. Hier irgendwas bauen. Faulende Krypta können wir bauen. Wäre auch ordentlich eine Armee aus Untoten. Elfen wären aber deutlich stärker gewesen. Oder besser, auf jeden Fall besser. Na gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir hier die Truppen sammeln, zurückgehen und dann durchrushen. Das ist der Plan. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.